Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, und da ist mir gerade schon der Zug wieder vor der Nase weggefahren. Oh. Ich wollte jetzt mal kurz die Felder abchecken, wo es sich denn überhaupt noch lohnt, so viele Erzförderer zu haben. Sonst kann ich die eigentlich abreißen. Ist eigentlich Lupus seine Aufgabe, aber der hat gerade andere Sachen zu tun. Ja, ich bin gerade beim Umbau. Ich gucke gerade mal, ja, wo ich die Zahnräder am besten hinstelle. Mhm. Und ich würde sie am liebsten direkt hier neben die... Aber wir müssen sowieso alles ein bisschen komprimierter bauen. Von daher landet das ja sowieso alles bald zusammen. Da fällt mir ein... Wo geht eigentlich das Kupferband noch hin? Nordost, ne, da will ich gar nicht hin. Hier wieder raus. Zack. Kommt da hin. Zu Nord. Sag mal, was ist eigentlich mit dem Kupferband? Ist das eigentlich noch in Gebrauch oder ist das aktuell nur das was? Deko? Ja, das ist nur Deko. Was denn? Das Kupferband. Das ist nur Deko, ja. Südost. Steige ich einfach. Uah, Alter. Weil dann reiße ich das auch mal weg. Wenn das eh keinen Sinn mehr hat. So, mal gucken, was ist das hier? Depot in Eisenost. Eisenost. Eisen. Da. Oh ja. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Hm, was ist wichtig? Oh, 148 Objekte benötigen Bauroboter. War's nicht. Doch, du bist schuld. Das kann gut sein. Ich bin hier gerade am Bauen. Am Bauen und am Abreißen. Beides gleichzeitig. So, eben aufsteigen. Alter. Shit. Schitte. Böen. Hoppala. Super. Hoppala. Hoppala. Versehentlich die Bandstation abgerissen. Alter. Wie hieß das Ding denn noch? Wo ist denn... Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß ja nicht, was du abgerissen hast. Kupferbase. Reißt ja einfach die Kupferbase ab, ey. Krass. Du hast Nerven. Hey. So. Jetzt müsste der Zug auch wieder fahren. Ja. Das ist nämlich das Schöne daran, wenn man einfach den Namen wieder richtig macht, dann fährt der Zug auch wieder. Ja, verdammt. Ja, die ganzen Fließbänder brauche Warum ich hat er mir denn mehr. Jetzt meine... Was denn? Manchmal hasse ich Bauroboter. Was? Manchmal hasse ich Bauroboter. Manchmal? Ja. Ich wollte eigentlich Geister setzen und mehrere. Und was machen meine Bauroboter? Klauen mir natürlich das Item aus dem Inventar. Anstatt mich den Geist setzen zu lassen. Ach so. Tja. Die Schweine. Wenn du das halt vorrätig hast. Wobei du musst es ja vorrätig haben, damit du es setzen kannst. Ja, aber ich wollte halt das System das setzen lassen, nicht mich selber. Ach so. You know? Ja. So. Boah, diese ganzen Dinger hier abreißen, die einfach nicht mehr laufen. Ich bin ja echt erstaunt, dass wir noch genug Strom haben. Wo wir so viele Ernteplätze haben hier. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Oh. Ich spreche es an und, naja, ui. Wobei, sicher, dass die Kraftwerke auf volle Prozente laufen? Also auf 100%? Nee, glaube ich nicht. Noch nicht. Nee, die haben ja noch genug Reserve hier. Aber mit 2x400, ich glaube so maximal 900 haben wir, sind wir da mit 700 schon ganz gut dabei. Die drehen dann nicht mal mit 700 Umdrehungen, also von daher, alles in Ordnung. Nee, ist richtig. Nee, ich sag ja, voll laufen sie noch nicht, aber sie sind trotzdem schon ganz gut dabei. So, jetzt läuft die die Zahnradproduktion. Die Kupferzahnrad, was zum. Die Kupferzahnrad, ja. Warum gibt es keine Kupferzahnräder? Wahrscheinlich wäre es zu weich. Das ist richtig.
So. Ich ja. weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, aktuell die Kupferbandproduktion umzusetzen. Kupferband? Du meinst Kupferkabel? Ja, Kupferkabel. Entschuldigung. Ja. Weil davon werden gerade gar nicht mal so viele gefragt. Das geht eigentlich. Das sind bloß zwei Maschinen, die arbeiten. Die anderen Kisten sind alle voll. Okay. Also die würde ich erstmal hier stehen lassen aktuell. Was wir aber auf jeden Fall verschieben müssen, ist die Grünproduktion. Damit die mehr Metall kriegt. Weil die braucht wohl eigentlich, hat die genug Metall jetzt. Warum ist das hier alles voll? Ich glaube, die Maschinen sind einfach noch nicht schnell genug. Ich muss jetzt mal kurz warten hier, bis der Zug kommt, weil hier sind die ganzen Kisten voll und ich weiß nicht, trotzdem ist im Depot Mangelware. Hm. Oh. Da kommt er. So, wie sieht's denn jetzt aus? Boah, so viel Kupfer im Inventar. Weg damit raus. Lol, okay. Also hier könnte ich theoretisch noch einen Zug hinfahren lassen. Hm? Wohin? Der braucht hier natürlich Ewigkeiten, bis das... Okay, alles klar. Das muss ich mal ein bisschen aufteilen hier. Und zwar auf die hier. So. So, ich habe jetzt mal die grüne Chip-Produktion noch ein bisschen erhöht. Durch mehr Speed-Module. Mehr Speed! Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich glaube es. So, dass da ein bisschen was rüberkommt und hier genauso. So, was sagt denn die aktuelle Produktion? 300, 400. Ja. Doch, doch. Ich glaube, wir produzieren gerade mehr... Ja, schwierig, schwierig. Hm? Ich überlege gerade, ob wir mehr Grüne produzieren, als wir verbrauchen. Und ich glaube, ja. 5,1 Produktion, Verbrauch 4,8. Würde behaupten, das sieht gerade gut aus. Was ist das denn? Was denn? Neues Item. Wie, neues Item? Cliff Explosive. Ach so, ja, das gibt's doch schon seit jetzt dem neuesten Patch. Das ist um die, habe ich doch erzählt, um die Klippen zu zerstören. Ja, die Klippen kenne ich. Ja, und die kannst du damit zersprengen. Ah, geil, das wusste ich noch nicht, dass das geht. Ja, meine Güte. Informiert er sich gar nicht, der Tipp. Wahnsinn. Spielt ein Spiel und informiert sich dann da nicht. Kann auch nicht alles wissen. Weiß ich auch nicht. Aber nicht alles. Na. So, okay, Kupfer, das war jetzt aber nicht so wichtig. Und da unten hatten wir noch irgendwas Unwichtiges. Kupfer und Eisen. Irgendwas Unwichtiges, Kupfer und Eisen. Ja. Okay, hier ist auch schon wieder ganz viel. Ah, das ist so. So, hier kann auf jeden Fall alles rechtzeitig aufs Band gelegt werden. Wie sieht's hier aus? Das geht. Ja. Oh nee, der kann nicht mehr. Okay, die sind alle schon leer hier. Leer, 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 leer. So. Warte mal, ich nehme den da weg. So. Oh, warte, da kann ich noch einen hinbauen. Dann ist das Band immer voll. Damit haben die blauen genug grüne. Und wo geht die Produktion hin? Hier hin zu den roten. Rote haben wir. Oh. Ist auch das erste Mal, dass wir mehr als genug rote haben. Naja. Hängt aber auch damit zusammen, dass du gerade die Produktion ja abgerissen hast, die das braucht. Ja, aber trotzdem haben wir noch mehr als genug da. Also es staut sich alles zurück. Selbst die Produktion, die jetzt welche wieder benötigt. Ich habe ja alles wieder neu gebaut. Also das sieht eigentlich gut aus.
Naja, hat wohl was gebracht, die ganzen Drohnen zu bauen, ne? Ja, das hoffe ich doch. So, aber... Mhm. Und wirklich Knülle ist die Produktion der Grünen dann auch nicht. Oh, die Aufteilung ist ja auch Käse. Ich überlege gerade, die Grünproduktion hier stehen zu lassen, weil sie hier gebraucht wird, und einfach nochmal eine zweite zu bauen. Näher an den anderen Sachen. Hierfür hier so, oder hier drüben. Hierfür hier so. Ja, das Problem ist einfach, dass ich dann ja trotzdem Kupferkabel ran fliegen lassen muss, oder zumindest Kupfer. Das Ding versorgt sich ja eigentlich selber. Und Kupfer haben wir ja eigentlich genug. Dann brauche ich das. Eine Produktion braucht Kupferkabel, das weiß ich. Ich weiß ja, jetzt nicht, welche das war. So, das war soweit in Ordnung, ne? Verarbeitung. Hä, war ich da nicht eben gerade? Habe ich das eine Teil vergessen? Ich hoffe nicht. Das war ja soweit in Ordnung. Genau, das hatten wir ja alles erst aufgebaut. Das sollte also passen. Ja. Ja, ich gucke gerade wegen dem Depot, wie das jetzt hier drin aussieht. Mal was ausprobieren. Ich brauche mal eben zwei Beginn. Das Kupfererzdepot ist gerade ganz schön abgeebbt irgendwie. Das Kupfererz? Ja. Okay. Wie meinst du abgeebbt? Meinst du, ist nicht genug drin? Nee. Oh. Kommt komplett leer. Kommt das denn? Haben wir nicht genug Kupfer? Ja, warte mal, da haben wir einmal. Nee, also eigentlich zweimal, schon. Zweimal, dreimal. Also ich bearbeite jetzt hier gerade die ganzen... Oder ist unser Kupferbedarf auf einmal so stark gestiegen? Tatsache, hier in den Kisten ist auch nicht so viel. Ach nee, Sekunde. Aber hier ist eigentlich noch genug drin. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich auch nicht. Ich reiße ja jetzt hier nur die überflüssigen Erzvorkommen ab. Beziehungsweise die Förderer. Okay, das macht hier auch alles keinen Sinn mehr. Das reiße ich mal ab. Dann sollen die lieber schön die Kisten voll machen. Ach verdammt, das passt ja so gar nicht, fällt mir gerade auf. Da oben kriege ich kein Band mehr zwischen. Das muss leider alles wieder weg. Ups. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Dann mache ich das hier. Ah nee, das ist der falsche Blueprint. Genau. So, dann mache ich von hier runter. Auf. Der Test. So, dann drehe ich das Ganze mal um. So. Das geht hier runter. Und dann muss ich hier natürlich noch einen Abspalter machen. Nach da unten, links. Zack. Ups. Lol. Ah, okay. Super, gut zu wissen. Weißt du, was ich gerade durch Zufall rausgefunden habe? Nein. Dass das jetzt ja hier auch mit der 16 drin ist, dass du, du kannst Fließbänder und Teile einfach aufeinander bauen. Und dann verändert sich das. Also du musst nicht erst den Teiler abreißen. Nee, du kannst den Teiler draufbauen, das weiß ich. Ja, das geht jetzt inzwischen. Ja, weiß ich. Ja, ja. Ach, Gabba, liest du dann keine Change? Doch, ich weiß doch, dass... Ich weiß, dass sie das reingebracht haben. Ich wusste nur nicht, ob das jetzt tatsächlich schon mit dem 16 drin war. Nee, ist mit reingekommen. Ah. Okay, das geht jetzt auch. Ach, die sind auch schon wieder leer hier. Meine Güte, man kommt ja gar nicht hinterher. Eigentlich bräuchten wir Drohnen, die automatisch Felder bebauen. Drohnen, die automatisch Felder bebauen. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Haben wir denn hier jetzt, wir haben hier noch eins, das knapp 1 Million Eisenerz hat als Lager. Also könnten wir da eigentlich mal den, wo ist eigentlich unser Einsatzzug hier? Was machst du denn da eigentlich? Achso.
Warum sind da eigentlich blaue drin? Blaue Greifärmchen. Sind denn die Belagerungskanonen voll? Oh ja. Ja, die sind voll. Wieso? Ja, dann schicke ich den mal zu Kupfernorb 2. Habe ich eigentlich einen Zug dabei? Nee, ach, natürlich wieder nicht. Muss ich verschieben. Halt, stehen bleiben. Ich will hier mitfahren. Stopp. So. Jetzt. You shall not pass. Genau, ja, ab zum Depot. Da hüpfe ich dann raus, weil ich habe gerade so viel Zeug in der Tasche, was ich erstmal rausschmeißen muss. Ja, ich habe so viele elektrische Erzförderer und so ein Scheiß. Das kannst du ja eher gebrauchen dann. Davon habe ich selber noch mehr als genug. Ja. Aber bevor ich jetzt in der nicht in der Base angekommen bin, weil ich wieder fast nicht ausgestiegen wäre, beende ich erstmal diese Folge. Ist schon wieder soweit. Darum würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Factorio. Also bis dahin. Ciao. Tschüss.